Ich pfählte meine Feinde und trank deren Blut. Mein Name ist Vlad der Dritte, besser bekannt als Vlad Dracula. Das ist meine Geschichte. Mein Vater Vlad der Zweite war Fürst der Walachei. Außerdem war er Mitglied des Drachenordens, einem christlichen Ritterorden, der gegen die Osmanen kämpfte. Er geriet in Konflikte mit den Bojaren, also den Adligen der Walachei, die die Osmanen unterstützten. Sie schafften es, ihn zu stürzen. Um seine Loyalität gegenüber dem osmanischen Sultan zu beweisen, übergab mich mein Vater samt meinem Bruder an die Türken als Geisel. Ich widersetzte mich oft ihren Befehlen, weswegen sie mich blutig peitschten. Zu dieser Zeit entwickelte ich tiefen Hass gegen das osmanische Volk und meinen Vater. Dieser Hass sollte später eine entscheidende Rolle in meiner grausamen Herrschaft spielen. Nachdem mein Vater 1447 durch ein Attentat sein Leben verlor und weitere tragische Ereignisse mein Leben plagten, floh ich nach Ungarn, wo ich zum Berater des Herrschers aufstieg.